Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound! Und zwar sind wir auf die Idee gekommen, also wir machen jetzt aus unseren beiden Zimmern hier so einen Hobbyraum. Und machen uns dann eigene Zimmer noch. Genau. Und der Computer gehört mir. Tja, ist meiner. Warte, nimm die Sachen mit. Oder warte, ich... Dann brauchen wir noch genug Sachen. Ich kümmere mich dann hier um den Hobbyraum. Ach. Oh. Marco. Scheiße, mein Inventar ist voll. Okay, hier stelle ich gleich mal ein paar Kisten hin. So. Jawohl, nach dieser packenden DayZ-Session gerade. Jetzt erstmal ein bisschen Starbound. Starbound. So. Und... Jawohl. Wie ich dieses Spiel einfach nur liebe. Ja, Mann, mega. Jawohl. Jawohl. So, dann... Die Hasen da oben. Machet, ich bin nicht zu Hause. Hallöchen. Junge, dieses Geräusch. So. Jetzt geil. Ja, Mann. Okay, ich baue mir jetzt die Zimmer. Die Zimmers vor allem. Die Junge, die Zimmers. Meine Spitzhacke. Okay, hier kommen die ganzen Rohstoffe rein in diese erste Truhe. Meine Spitzhacke ist bald kaputt. Oh, scheiße, meine auch. Also hast du gehört, hier kommen überall die Rohstoffe rein. Ja. Also sortiere die dann einfach dazu. So. Nice, wie das aussieht mit den Lichtern. Extra vom Schiff weg mitgenommen, ne? Ja, ich glaube aber von meinem Schiff. Oder wenn nicht, dann von diesem einen Labor. Ist ja egal. So. Wir brauchen das Schiff eh noch zum Fliegen. Ich weiß. So, ich habe auch gerade den Planeten hier als Heimatplanet gemacht, das heißt, ja, sofort mal, wo es hingeht. Jo. Das wissen wir. Oh, du machst immer die ganzen Viecher tot. Das geht so nicht. Ja, hat mich gestört. Oh, der Dave, der ist immer so böse. Oh. Boah. Boah, es nervt aber immer noch die Rückfahrt abzumachen. Ja, ja. Ah, Wooden Window, okay. Komm, Inventar, so. Wo haben wir es jetzt? Da haben wir es. Okay, das war jetzt scheiße gedacht. Ah, jawohl, stimmt ja. Anders als bei Minecraft. Kann man, wenn man Glas kaputt macht, kriegt man das wieder. Jawohl. Jawohl, ich weiß, mega. So, ey, sag mal. Oh, danke bitte. Ah, sein wollte ich. Und wo ist Wooden Window? Da, aber dafür brauche ich dann vermutlich... Jetzt haben wir unser Zimmer sozusagen auf dem Dach geholt. Sauber. So, dann... tun wir das mal auf die 6. Machen da den Restfenster hin. Zack. Oh, schickes Fenster. Nur ein bisschen zu hoch, toll. Ja, das war dann, weil da mein Bett war. Ich mach mir ein richtig nices Zimmer. Ja, ich mir dann auch. So, wo haben wir jetzt das Holz da? Oh, ich muss hier dringend aufräumen, Junge. Hier sind so viele... Hier ist mein ganzes Inventar einfach voll mit Sachen. So, und dann machen wir so. Und der Rest wird dann Fenster. Zack, zack.
Schön hier ein bisschen bauen. Jawohl, jetzt haben wir hier schon mal ein hübsches Fenster drin. Also ich kann euch allen nur dieses Spiel empfehlen. Das sieht vielleicht blöd aus mit dieser 2D-Animation, aber es ist einfach der Hammer. Das ja, ja. Spaß. Es macht einfach nur so Spaß. So, da haben wir hat noch hier so unendliche Möglichkeiten. Ja, mega. Ganz Inventar ist voll, Alter. Ich habe schon voll viele Sachen im zweiten Rucksack. Ja, ja, ich auch. So, was können wir hier noch hin tun? Also ein Tisch wäre nicht schlecht. Den Tisch kommt dann. Nee, das brauchen wir nicht. Ja, das passt zu meinem Hobbyraum. Nee, ich mach die ganz an den Seiten mal weg. Dann sieht das besser aus. Jawohl. Gut. Was können wir hier sonst noch so hin tun? Also auf jeden Fall hier einen Stuhl. Nein, nicht der, das ist mein Stuhl. So ein Hocker. Zack. Oh, jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Wie setzt er sich drauf? So rum. Scheiße. Hast du Timer gestellt? Ja, ja. Ich bin nicht so wie du. Ja, ja. Mal sehen. Ja und ja. Gut, die Hocker sind richtig. Dann für den Hobbyraum kann das da auch mal hin. Doch so ein hübsches Bild. Ja, super hübsches Bild. Was haben wir dann noch? Das waren diese Pipes, genau. Moment, ich nehme eben die Statue mit, denn hier müssen die Bongos hin. Was haben wir? Von den Bongos haben wir einen, dieses tolle Teil. Dann, wo sind jetzt eigentlich die anderen? Was sind die anderen Bongos? Da haben wir das toll. Ah, da. Small. Und es gibt noch ein Medium-Teil. So, da haben wir schon mal Small. Hast du dieses Medium-Bongo? Ich habe, glaube ich, gar keine Bongos. Hä? Dann fehlen uns aber Bongos. Warte, ich schau nochmal. Ich habe nämlich eine Tall und zwei Small. Da fehlen sie. Nee, ich habe keine Bongos. Dann stehen die hier noch irgendwo rum. Wo stehen die Bongos? Also das ist die Tolle, die ich da hingetan habe. Oh. Die Leute sagen jetzt sicher so, ey, das steht genau da. Idiot, siehst das mal wieder nicht. Kann sein. Kann ganz sicher sein, ja. Jetzt aber gerade noch jedes einzelne Bild durch und ich sehe keine Bongos. Oben im Inventar auch nicht. Guck mal in den Truhen. Ja, aber in den Truhen, der einen habe ich ja nur Rohstoffe reingetan. Und in der ist noch gar nichts drin. Und andere Truhen haben wir ja nirgendwo. Kann sein, dass was im Bücherregal ist, aber nee. Übrigens, damit du es auch weißt, im Bücherregal kann man Sachen reintun, ne? Ja, ich weiß. Gut.
So, ich habe mal die Spitzhacke mit einem Goldnugget ein bisschen verbessert. Wie mit einem Goldnugget verbessert? Ja, ein bisschen repariert. So, kann man die damit verbessern? Ja, reparieren. Oh. Indem du ein Goldnugget da drauf ziehst mit Rechtsklick. Wie sehen die aus? Goldene Teile. Goldene Goldohr. Kannst aber, glaube ich, auch mit anderen Sachen. Ich guck mal nach, ob man das mit Kohle kann. Ne, mit Kohle nicht. Das Platin. Kann ich hier mal schmelzen eigentlich. Egal, ich mache mir einfach gleich eine neue. Wo könnte die andere Bongo sein? Ja, ist jetzt auch egal. Kann sein, dass die Bongos oben sind. Egal, gucke ich gleich einfach nochmal. Ich schmeiß jetzt die anderen dann hier hin. Zack, zack. Und zack, da haben wir da so ein Bongo-Teil. Bongo-Time. So. Dann. Ach. Mach mal bitte hier das Ding weg. Mach ich. Warte. Erstmal scheißen. Ah. Oh. Tut das gut. Das wird bitter nötig. So, jetzt nehme ich mir erstmal eine Handtuch hier. Boah, wisch mir den Arsch ab. Okay. Was stelle ich hier noch hin in den Hobbyraum? Oh, sowas hier. Das zur Jagd. Was? Nix. Ey. Ich muss mich hier nur gerade so doof hochbauen. Kann man die auch da drauf tun? Kann man. Nice. Ey. Geil. Wenn ich mich richten sind, haben wir hier auch Sky und Spice. Ah, das ist kleiner, dann nehme ich lieber das kleinere. Jo, das ist besser. Gut, der Hobbyraum sieht schon mal nicht schlecht aus. Den hier tun wir andersrum hin. Oder sollen wir das große Teil hier nehmen? Nee, nee, das kommt in mein Zimmer. Hey. So. Ah, das könnte ja eigentlich schon auf so einen extra Tisch. Das kommt sicher gut. Und ich werde mal langsam ein bisschen hungrig. Oh, gut, Fäpsel noch auch. Ich dachte jetzt irgendwie gerade, der nimmt dich auf, weil die FPS-Anzeige nicht da war. Puh. Ich das hier eigentlich nehmen und auch mal ein bisschen reparieren. Also, ich brauche so noch so einen kleinen Tisch. Und es wird stockeduster. Da tun wir dann das hier drauf. Pipes hier oben vielleicht. So. Ansonsten. Ah, und da meldet sich auch der Timer. Die Zeit ist abgelaufen.
Genau, ich glaube, ich bin jetzt auch mit dem Hobbyraum fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Starbound. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.